Aber ich hab wieder Stimme. Okay. Gut. Ja. Also, wie hat's euch heute gefallen bis jetzt? So langweilig? War das so langweilig? Seid ihr bereit für die Preise? Nee, sonst nicht, oder? Ja, du machst das falsch. Pass auf. Habt ihr jetzt Bock, mal richtig Stimmung zu machen, oder was? Zeigt mal, was ihr könnt. Auch da oben, let's go! Besser! Juni! Und jetzt da oben auch! Juni! Danke! Bitte! Bitte! Okay, fangen wir an. Wir fangen an mit den Preisen für den Cosplay Catwalk. Preisen. Ja, offiziell hat es geheißen, wir haben einen Preis für den Publikumsliebling. Aber. I'm on the Catwalk. Aber. Der Publikumsliebling war extrem knapp. Und dadurch, dass die beiden so nahe aneinander waren, gibt es zwei Preise. Es gibt zwei Publikumslieblinge. So, wir fangen an mit dem zweiten Publikumsliebling. Also, als zweites Publikumsliebling haben wir Fingis mit seinem World of Warcraft Genshin Cosplay. Komm auf die Bühne! Wow! Hammer! Wolltest du auf die Bühne? Guck mal, da ist einfacher. Da wäre Treppe. Guck mal hier, müssen. Da sind Stufen. Genau. Also für die zukünftigen Gewinner, kommt ruhig hier rum. So, jetzt noch mal laut Applaus! Bitte schlag mich nicht. Glückwunsch, Glückwunsch. Gratuliere, deine Urkunde und dein Preis. Sackel. Sackel. Hier, Sackel. Hier, geht das so? Hier, ich hasse. Ja. Sponsor. Da kommt noch jemand. Warte noch kurz, dann machst du ein Abschlussfoto, ja? Okay. Geht das? Ja, kannst du kurz das Gerät. Natürlich. Boah, cool. Ey, Leute, guck mal. Ich darf das halten. Okay. Okay. Hab ich auch gewonnen? Hab ich auch gewonnen jetzt? Ey, das ist ja richtig cool. Der Publikumsliebling der Bühne. Nein, das bin ich. Darf ich das noch halten? Danke. Okay, also. Cosplay Catwalk, Publikumsliebling. Auf Platz 1 haben wir Inakos! Oh, Applaus! Dio! Wo ist sie? Mit einem gewaltigen Preis. Sponsor bei Kastel und Reiter und ich glaube Cosplay Shop. Du gewinnst eine Nähmaschine. Glückwunsch, kommt ihr ein bisschen enger zusammen, ihr beiden? Einmal hier in die Mitte. Ja. Bleibt einfach stehen, genau, oder hältst du das? Noch besser. Herzlichen Glückwunsch, ein Riesending. Und eine Riesentüte dazu. Jetzt noch einmal Cheese, die es können. Passt. Ein kleiner Applaus nochmal. Ein großer Applaus, nicht klein. Herzlichen Glückwunsch. Super, dann seid ihr entlassen. Habt ihr ganz toll gemacht. Danke, danke. So. So. Glückwunsch. So, Daniel, was ist unser nächster Preis? Der VGC Pokémon Champion. Wer ist denn alles hier Pokémon-Fan? Alle mal Hände hoch für Pokémon. Ja, schon. Der das, ein geht oder ganz, das geht ganz schnell, Tristan. Ganz schnell. Ich hätte mich dazwischen, dann kannst du weitermachen. Los, ne? Ab geht's. Okay, die Urkunde für den ersten Platz bei dem Pokémon VGC Freitag geht an Black Pac-Man. Deinen Preis kannst du am Info abholen, der kommt nicht auf die Bühne. Glückwunsch! Applaus trotzdem, oder? Großen Applaus! Wo ist der Pokémon-Lunch? Pokémon? Der geht wahrscheinlich hier zur Info. Hier zur Info, ne? So, du kriegst die Medaille. Die tust du am Umhänger. Hab ich gewonnen? Na, du hast nicht. Hab ich gewonnen? Ja, ja. Also, weiter geht's. Unser nächster Contest, der Preise zu verleihen hat, ist unser Speedart-Contest. Oh, das ist schon sehr eng. Was los? Du bist mir sehr nah. Ach so, ja, ach so, okay. So besser? Ja. Okay, wir fangen an mit unserem dritten Platz. Auf Platz 3 ist Marusa Mule. Woohoo! Bist du
du da? Hast du uns gehört? Gibt es das Bild? Haben wir das Bild? Kein Bild. Potenziell? Ja, der hat die Hand gehoben. Kann heißen Hilfe, kann aber heißen komm gleich. Bist du da? Wo ist denn der Champ? Wo ist unser Champ? Ist unser Champion? Nein, nicht? Okay. Machen wir weiter. Gut, deinen Preis, also wenn irgendwer diese Person kennt, bitte mitteilen, der Preis ist am Infopoint abzuholen. Das ist der letzte Platz hier, die Urkunde. Da. Muss die Urkunde? Ja, in den Rest. So, wir machen weiter mit Platz 2. Schau mal, Platz 2 da ist. Platz 2 des Speed Art Contest geht an Kasehi. Bist du da? Kasehi. RCS, he, she, it, they, them, whatever. Zum Ersten, zum Zweiten, doch, da kommt da, sie. Da ist sie. Ah, the first one. For the, the third place. Oh, okay. Wir haben doch den dritten der Platz gefunden. Der dritte Platz ist doch gekommen. Haben wir da Sackel? Ich kann Österreichisch. Aber Kasehi, bist du auch da? Nein? Ist das, Now, Masura? Come here. Just give us a second. Das dritte, okay. No. Maru Shamule. Yeah. You were the first. You've got play, third place? Yes. Awesome. Place. Applaus, Leute! Okay. Congratulations! Okay. So, auch hier wieder, wer irgendwer Kasehi kennt, auch wieder da sagen am Infopoint, das ist der Preis zum Abholen. So, Platz 1 haben wir aber immer noch. Unser erster Platz des Speed Art Contests geht an Diana. Bist du da? Ich finde, wir warten einfach mit dem Applaus. Diana, da kommt sie! Applaus! Einen Applaus! Großen Applaus! Oder auch doch nicht? Tja, manche müssen erst wach gemacht werden, damit die hinkommen. Ist manchmal so, ist ja ein anstrengender Tag gewesen, ne? First place, erster Platz? Erster. Der erste Platz, Glückwunsch! Ein kleiner Applaus mal, Leute, seid doch nicht so müde! Oh, sorry. Soundquiz, ja. Yeah. Das war Team Nummer 10. Also, vielen Dank. Thank you. Danke. Thank you very much. Viel Erfolg noch. Okay, dann mache ich weiter. Tristan, ist das okay? Tu das, mach das. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, da wäre so viel, ey. Was würdet ihr machen, wenn ihr tun könntet, was ihr nicht lassen könnt? Und nicht Nein sagen dürft. Und nicht Nein sagen dürft. Ach, egal. Okay, wir machen heute im Soundquiz. Wer war beim Soundquiz heute dabei? Mal die Hand heben. Wie habt ihr das Soundquiz gemögen? War's gut, war's schwer, war's leicht? War's schwer. Ich wusste natürlich alles, ich bin ein Anime-Experte, das wisst ihr ja. Deshalb fangen wir mit dem dritten Platz. Der dritte Platz mit 21 Punkten vom Soundquiz geht an Just Matt. Herzlichen Glückwunsch! Kommt hoch, Freunde! Ab geht's, auf die Bühne mit euch! Und das waren die Leute, die geschrien haben, dass es schwer war. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Machen wir weiter den zweiten Platz mit 24 Punkten. 3 Punkte zum dritten Platz. Der zweite Platz geht an Bing Chilling. Glückwunsch, großer Applaus. Die wollen keinen Preis. Seid ihr da? Bleibt ihr noch kurz hier? Erst wenn ich das erlaube, wird ihr von der Bühne gegangen. Bing Chilling ist nicht da. Dann nicht eine da? Info abholen, den Preis später.
Der erste Platz mit 29 Punkten, 5 Punkte zum zweiten Platz Vorsprung, geht an. Keine Ahnung. Team, keine Ahnung. Ey, das heißt Team, keine Ahnung. Seid ihr da? Wo ist denn Team, keine Ahnung, Leute? Da oben sind sie. Seid ihr Team, keine Ahnung? Na, die kommen schon. Daniel, da. Da ist der zweite Platz. Sie haben sie. Als zweiter Platz ist auch da. Der zweite Platz kommt auch. Ihr dürft auch mal die Hand heben oder kurz ein Signal machen, wenn ihr was gewonnen habt. Schau dich einfach hier, na, bleib mal da stehen, genau. Okay. Glückwunsch nochmal, ihr kriegt gleich euer Sackerl. Wo ist denn das Team? Keine Ahnung. Ach, da kommen sie ja. Habt ihr auch noch den Weg gefunden, Freunde, ja? Na, hör mal. Geht aber schneller. So viele Punkte, wie ihr gemacht habt, da seid ihr doch ganz pratzi oben. Da ist es, Team, keine Ahnung. Team, keine Ahnung, erster Platz, Glückwunsch. Nochmal einen großen Applaus an alle Teams. Ja, es ist eine starke Leistung bei so vielen Liedern. Interpret, Artist und das Anime musste benannt werden. Und ganz selten hatten welche alle drei richtig, aber das erste Team hatte viele richtig. Tatsächlich. Okay, danke schön, ihr dürft gehen, jetzt. Ah, hörst du doch auf mich, ja? Hörst du doch auf mich, tschüss. am Ende hören sie alle auf mich. So, weiter geht's. Wir hatten den Freitagskontest mit Findet die Dämonenmonde. Wer hat sie alle gefunden? Hände hoch. Keiner? Wem kehrt das dann bitte? Hallo, wer hat da jetzt Dämonenmonde gefunden? Wer hat da mitgemacht? Wenn die keiner gefunden hat, hat auch keiner gewonnen. Anscheinend. Okay, aber wir haben anscheinend trotzdem einen Gewinner. Also, gewonnen hat Mercedes Wolf. Bist du da? Oder seid ihr da? Oder keine Ahnung. Bist du da, Mercedes Wolf? Da kommt wer. Guck mal, hier ist eine, der ganze Einmal Hof. Auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Und einmal in die Kameras nach vorne lächeln. Ein Applaus, Leute! Ich höre euch nicht! Lauter! Okay, danke schön. Vielen Dank. So. Einen Preis haben wir noch, Tristan. Einer ist heute noch. Bitte auf die Bühne kommt mal. Exit the room. Ja, wer war schon mal gefangen im Raum? Ja, vielen Dank. Wenn er nicht so schnell rauskommt, könnt ihr das bei denen üben. So, kann ich schon? Jetzt kannst du. Hervorragend, sehr gut. Also, ich bin hier von Locks and Clocks. Wir haben das Escape Room Spiel so ungefähr so in der Richtung drüben. Und wir hatten heute schon ein paar Gruppen bei uns, die sich da versucht haben. Eine davon hat etwas besser performt als alle anderen. Das wären die Gewinner von Tag 1. Ich darf verkünden, Team Jennifer Lynn. Sind die hier? Da hervorragend, kommt mal alle. Riesenapplaus für die kleinen Magier hier. Macht mal ein bisschen hier. Lärm. Diese Gruppe hat das Ganze in 16 Minuten und 34 Sekunden geschafft, mit nur zwei kleineren Hinweisen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich darf euch also erstmal, ich darf euch einiges überreichen. Wir fangen mal hiermit an. Ihr bekommt hier ein Freispiel bei uns im Escape Room, bei Locks and Clocks, im Wert von bis zu 168 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Wow! So, das war aber noch längst nicht alles. Ich kann euch noch weiter diese Medaille überreichen. Müsst ihr euch darauf einigen, wer sich die umhängt? So, sehr gut. Dann kann ich euch hier auch einfach noch diese Goodie Bag übergeben. Da ist noch einiges anderes drin. Es gibt eine Urkunde, etc., etc.
Sehr gut. So, nochmal einen Applaus für die Gewinner des ersten Tages. Glückwunsch. Dann versucht mal von der Bühne zu kommen. Wer versuchen möchte, die Zeit und Leistung von dieser Gruppe noch zu schlagen, der kann das gerne in den nächsten 2 Tagen, also Samstag und Sonntag, noch probieren. Einfach zu unserem Stand in dieser Richtung gehen und sich anmelden, jeweils Samstag und Sonntag für genau den Tag. Würde allerdings empfehlen, das möglichst bald zu machen. Die Spieleslots waren auch heute schon sehr schnell weg. So, wem das noch nicht reicht, wir haben hier noch einen Escape Room in 1060 Wien, unsere Filiale Locks & Clocks. Da gibt es 4 verschiedene Räume, die man machen kann, 4 Missionen. Und man hat die Möglichkeit, hier bei unserem Stand Spiele dafür zu buchen mit einem Rabatt von ungefähr 20 Euro Rabatt. Also, wer da noch Lust darauf hat, am besten bei uns vorbeischauen, dann geht das Ganze auch ein bisschen günstiger. Passt, ich bin soweit fertig. Vielen Dank und man sieht sich bei der nächsten Preisverleihung. Dankeschön. Applaus für Ari mit seinem Escape Room. Dankeschön. Nochmal einen großen Applaus. Fette, fette Preise waren das wieder. Womit machen wir denn weiter? Das war's mit den Preisen. Ach, keine Preise, aber die Show geht weiter. The show must go on. Oder so. Was kommt als nächstes? Akotti. Was? Musikvideos. AMVs? Ja. Oh. Jetzt wird's nochmal wild und dunkel. In Kürze wird ein anderer Moderator übernehmen. Wir verabschieden uns erstmal, aber kommen danach wieder. Seid gespannt, das sind coole Videos mit richtig coolen Soundtracks. Macht richtig Spaß zuzugucken. Aber das sind, glaube ich, jetzt die Amateure, ne? Ich glaube schon. Ich meine, keiner von denen ist wirklich Amateur, oder? Nee, aber es gibt noch eine Liga höher. Aber das ist alles krass. Viel Spaß damit. Wir sehen uns gleich wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und denkt dran, Juni. Oh, seid ihr schön leise. Das freut mich richtig. Juni. Danke, bis gleich. Ihr dürft auch mal klatschen, wenn ich gehe.